besondere Sitzung, besondere Zeiten, besondere Umstände hier im Feuerwehrhaus, eine Gemeinderatssitzung, die, das möchte ich ausdrücklich betonen, gemäß der geltenden Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg so erlaubt ist. Gemäß § 3 Absatz 2 sind die Selbstbestimmungsrechte der Kommunen extra gewahrt. Wir dürfen uns also hier versammeln und ich denke, das ist auch richtig. Wir haben uns bemüht, den Sicherheitsabstand einzuhalten. Es sind auch Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. Wenn Sie Bedarf haben, dann scheuen Sie sich davor, diese auch. Mein Name ist Benjamin Mors, ich bin Bürgermeister der Gemeinde Steißlingen und wir haben heute am 15.04. eine besondere Gemeinderatssitzung gehabt, nämlich eine Gemeinderatssitzung unter Corona-Bedingungen. Das bedeutet mit dem notwendigen Sicherheitsabstand und sämtlichen Sicherheitsvorschriften, die wir eingehalten haben. Wir haben darauf geachtet, dass es überall 2 Meter Abstand zwischen den Teilnehmern dieser Sitzung gibt. Und wir haben auch darauf geachtet, dass genügend Desinfektionsmittel zur Verfügung stehen. Als Gemeinderat waren wir der Auffassung und das hat auch in der Fraktionsvorsitzendenrunde auf Zustimmung gestoßen, dass diese Sitzung heute für uns ganz wichtig ist, weil wir als Gemeinde Teil einer staatlichen Struktur sind. Wir sind eine öffentliche Stelle und wir haben auch heute in dieser Gemeinderatssitzung Vergaben getätigt, also Aufträge an die Privatwirtschaft vergeben in der Größenordnung von fast 1 Million Euro, ein Großteil davon auch an Steißlinger Betriebe, sodass wir unsere Funktion auch als Gemeinde im Sinne von Teilnehmer im Markt gerecht geworden sind. Wir wollen so mit dazu beitragen, dass die Konjunktur am Laufen bleibt, dass unsere Firmen nicht in die Regelung der Kurzarbeit fällt, sondern dass dort der Betrieb weitergehen kann. Dazu hat diese Sitzung heute beigetragen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass die Gemeinden handlungsfähig sind und handlungsfähig bleiben. Es geht nicht ohne Präsenzsitzungen. Die Möglichkeit einer Videokonferenz gibt es im öffentlichen Sinne der Gemeinderatssitzung so leider noch nicht. Deshalb sind diese Sitzungen für uns wichtig und ich glaube, wir haben da heute unseren Beitrag dazu geleistet.